Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei einer weiteren Corona-Ausgabe der Tafelrunde hier in ORF 3. Nummer 5, Nummer 6, ich habe keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber wir kommen wöchentlich zu Ihnen hier aus den Weinbergen über Wien, damit wir gemeinsam den Humor nicht verlieren und auch nicht die Nerven. Ich habe mir ein Flaschl aus dem Kamptal mitgenommen vom Weingut Hager, an grüner Veltliner Morgentau. Und ich werde ihn noch trinken, aus der Flasche, weil es schon wurscht ist. Und weil es anstrengend ist, diese ganze Quarantäne, all das, es ist ein bisschen so wie beim Bergwandern. Nicht? Man hört immer, wenn wir oben sind, es wird anstrengend. Aber wenn wir es gemeinsam geschafft haben und dann oben sind, dann gibt es ein Panorama, eine Aussicht, es wird ein Traum. Und dann ist man oben und denkt sich, deswegen sind wir da jetzt auch verkatscht. Und dann geht man aber nicht gleich runter, weil man muss noch oben bleiben und man muss noch länger oben bleiben und dann weiß man, ah, egal, und das Aufgehen ist noch anstrengender als das Aufgehen. Es ist also nicht einfach, aber ich verspreche Ihnen eins. Wenn Sie Ihre Lebenszeit mit uns verbringen heute Abend, dann werden Sie nachher nicht sagen, oh je, sondern Gott sei Dank war ich dabei. Fantastische Kollegen haben wir heute in der Tafelrunde. Den beliebtesten Kabarettisten derzeit überhaupt, Alex Christan, ist mit dabei. Manuel Rubey heute in der Tafelrunde. Guido Tartarotti ist mit dabei. Elena Wolf ist zum ersten Mal heute in der Tafelrunde mit dabei. Und Christoph Spörk aus dem Südburgenland auch noch dazugeschalten. Es wird fantastisch werden. Corona also. Woche 5, Woche 6. Aber egal, machen wir es positiv, machen wir es uns schön, schraufen wir uns ein Kipferl in die Kiemen, bröseln wir uns ein Brot in den Magen, nageln wir uns eine Topfengolatsche in die Figur. Wie die Frau Felber das gesagt hat. Die Frau Felber, das haben Sie mitbekommen, die Chefin der Bäckerei Felber hat ein großartiges Video ins Internet gestellt. Mit Freude kämpft sie da für ihre Backprodukte und für ihre Mitarbeiterinnen. Und das ist gut und es ist ja auch gut. Es ist viel weitergegangen, gesundheitlich wunderbar. Unsere Gesundheitsdaten sind großartig, weltweit einzigartig, wie wir gehört haben. Die Kurve verflacht sich immer mehr. Wir haben diesen R-Faktor, diesen berühmten. Der ist seit Tagen und Wochen auf 0,5. Ich weiß nicht genau, was es bedeutet, aber habe mir sagen lassen, das bedeutet, dass ein österreichischer Corona-Kranker 4 Schnupfenpatienten gesund machen kann. Die Intensivbetten kriegen mittlerweile Spinnweben, weil nichts los ist. Und gut ist es, dass es so ist. Es passt doch. Und letzte Woche haben wir die Baumärkte bekommen und die Gartencenter, weil wir so brav waren. Die Autowaschanlagen sind wieder offen und diese Woche der Mäcki. Das Leben ist wieder lebenswert. Und jetzt heute habe ich gehört, dass die Letzten, die sich am Montag in die Schlange beim Mäcki gestellt haben, die haben heute die Pommes gekriegt. Es ist super. Und das war erst der Anfang vom Mäcki. Ne? Jetzt kommen ja die Spezialmenüs, jetzt kommen erst die McDonalds-Corona-Wochen. Ja, das schmeckt alles so, als ob es 5 Wochen drinnen gewesen wäre. Und beim Happy Meal gibt es dann eine Klopapierrolle und eine Handdesinfektion gratis dazu. Das ist doch gut. Weil ganz ehrlich, jetzt nach dem Ganzen, was da in Ischgl passiert ist und wie das nachher behandelt worden ist, da sind die Hüttengaudi-Wochen vom Mäcki wahrscheinlich lange Zeit nicht mehr so interessant. Oder auch nicht, weil vielleicht kommen die Deutschen ja trotzdem im Sommer zu uns auf Urlaub, wie die Frau Köstinger gesagt hat. Also bis die Deutschen gesagt haben, nee, Mensch, jetzt warten wir mal noch ein bisschen. Ne? Aber wer weiß, ich meine, die Tiroler, vielleicht der Tiroler Tourismusverband sagt, ja, komm schon wieder zu uns, schier's mal ins nächste Knirano, nicht? Wenn's die Tiroler Schützen machen, dann geht das schon. Nicht? Ja. Bist ja Tiroler, hast Corona, hast kein Corona, bist Nachschlag. Das ist so die Herangehensweise der Tiroler. Wobei ja wir in der letzten Woche schon über die Qualitäten von der Frau Köstinger geredet haben, wollen wir uns anderen Dingen zuwenden. Kunst und Kultur. Große Aufregung in dieser Woche darüber. Da gab es was Neues. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Da gibt es ein neues Kabarettduo. Also nach den Klassikern Farkas Waldbrunn und Piron und Knapp oder Nia Varani und Gernot gibt es jetzt Kogler und Lunacek. Ja, die waren super. Die haben eine Vorstellung gehabt. Zuerst hat der Kogler gespielt. Der hat eine Neuinterpretation des Ernst-Jandl-Gedichtes Schützengraben, kennen Sie wahrscheinlich aus der Schule, vorgetragen, aber auf Kunst und Kultur. So Kunst und Kultur, Kunst und Kultur. Und dann war die Lunacek dran. Die hat eine neue Übersetzung des Literaturklassikers 50 Shades of Grey vorgetragen. Das ist dieses Buch, wo drinnen vorkommt, wo einer dem anderen wehtut und dem taugt es dann auch noch.
Ich meine, ich weiß schon, Kunst und Kultur ist nicht das Wichtigste im Leben, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Man kann sehr gut ohne Theater, Oper und Kabarett auskommen. Viel besser als ohne Brot, Wasser oder ärztliche Versorgung. Darum geht's gar nicht. Und ich möchte auch viel lieber von einem ordentlichen Arzt oder einer Ärztin behandelt werden und nicht von einem Klinik-Clown, weil die sind zwar lustig mit der roten Nase, aber wenn es darum geht, eine Lunge zu intubieren, hätte ich doch lieber gern eine gescheite Ausbildung. Aber ich meine, was da abgegangen ist, war schon überraschend. Also, dass man als Vizekanzler mit der Staatssekretärin, der Verantwortlichen, einen aufgelegten Öfer für die Kunst- und Kulturszene in ein dreifaches Eigentor umwandelt, ist schon eine Kunstinstallation für sich eigentlich. Ich meine, dass man bei einer Pressekonferenz, für die man 5 Wochen Zeit hat, gar keine Antworten geben kann, sondern mehr Fragen stellt, als Antworten rauskommen. Dass man mit den Verantwortlichen überhaupt nicht geredet hat, wie der Föttinger von der Josefstadt nachher gesagt hat. Dass man mit den Big Players sich nicht unterhalten hat, dass man keine wirkliche Aussage treffen konnte. Das ist schon ein Drama und noch dazu schlecht inszeniert. Eine griechische Tragödie auf Österreichisch. Ehrlich gesagt, ich weiß schon, es gab ein paar Informationen, aber alles so wischiwaschi. Ja, es wird vielleicht weitergehen. Also indoor ganz schwierig. 2 Menschen auf einer Bühne vielleicht, 3 sicher nicht. Eine spuckende Kabarettistin auf gar keinen Fall. Eine, die alles runterschluckt, schon eher. Aber alles natürlich unter der Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen. Das heißt, pro 20 Quadratmeter 1 Mensch. Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie ganz herzlich zum ausverkauften Konzert hier in der Wiener Stadthalle. Alle 138 Besucher haben die Plätze bereits eingenommen. Das Konzert kann beginnen. Ja, da können wir es gleich lassen, ehrlich gesagt. Jetzt weiß ich schon, das ist ein Jammern der Branche und es geht allen schlecht. 800.000 Leute in Kurzarbeit, Hunderttausende Arbeitslose, kleine und mittlere Unternehmen, Einzelpersonen. Alle wissen nicht, wie es weitergeht, ist mir schon klar. Aber man weiß auch, dass es woanders anders gehandhabt wird. Die Bayern, ausgerechnet die konservativen Bayern, haben etwas gemacht. Sie haben für alle registrierten Künstlerinnen und Künstler Helikoptergeld zugesagt. Also da kriegt jeder von den 30.000, die da registriert sind, 1.000 im Monat. Ist nicht viel, aber doch, da kann man das Leben bestreiten und sich nach wie vor eine Weißwurst und ein Brezen in die Figur einschraufen, wie es die Frau Felber sagen würde. Oder vielleicht ins Restaurant gehen und dort eine Suppe essen. Ist ja die nächste Karotte, die wir vor die Nase gehalten bekommen. Die Restaurants sperren auf am 15. Mai. Hat The Sebastian uns mitgeteilt, über CNN zuerst, also zuerst im Ausland gesagt und dann in Österreich. Aber wir wissen mittlerweile, 15. Mai, Restaurants sperren auf. Wie, weiß man noch nicht genau, mit Maske oder so. Wie soll das funktionieren? Ich meine, nicht so schwierig, weil in Wien war der Mund immer schon der Suppenschlitz. Das geht auch mit Maske und mit einem ordentlichen Pürierstab ist jeder Tafelspitz schneller mal ein Smoothie, der mit dem Strohradl gesaugt werden kann, aber natürlich mit dem Bio-Strohhalm und nicht mit dem Plastikstrohhalm wegen der Umwelt warat's. Und vielleicht können dort auch arbeitslose Kabarettistinnen dann ihre Scherze ausprobieren, als Kellner zum Beispiel, nicht? Herr Ober, da schwimmt eine Fliege in meiner Suppe. Ja, wo sonst? Die Freibäder sind ja zu. Zum Beispiel. Sebastian, der ist Ihnen aufgefallen, der Kurz tritt fast nur mehr auf, wenn es positive Dinge zu verkünden gibt und lässt die anderen sich dann in der Zwischenzeit ins Ausschießen. Oder um in der McDonalds-Sprache zu bleiben, was darf es denn sein? Ich hätte gern einmal Corona, bitte. Ach, sehr gerne und hätten es gern noch eine absolute Mehrheit dazu. Ja, das wäre super. Wie lange dauert es? Na, so 2 bis 3 Monate. Na, sehr gerne. Das macht 48% beim nächsten Schalter. Ich weiß ja nicht, wenn man jetzt eine Umfrage starten würde und fragen würde, wie viele Menschen würden den Kollegen, der jetzt gleich kommt, ins Parlament wählen? Ich glaube, es wäre eine 2/3-Mehrheit. Er ist momentan der beliebteste Kabarettist, den wir im Land haben. Und ich bin sehr glücklich und froh, dass er heute hier bei uns dabei ist, bei der Tafelrunde. Hier ist mit seinem virtuellen Sessel der wunderbare Alex Christan. Ja, schönen guten Abend. Ja, so wie es auch dir, lieber Gerald, geht, bin ich natürlich ebenso abseits der Bühnen und zu Hause isoliert und werde natürlich auch oft gefragt, ja, was macht ihr jetzt eigentlich so daheim? Was tut ihr den ganzen Tag? Also ich bin schon sehr beschäftigt, nicht? Ich schaue schon, dass da was geht. Also dass ich da, ich muss mir schon schauen, dass man, nicht? Ich habe jetzt meine ganzen, das Smart Living, also meine Heim, das habe ich jetzt alles umprogrammiert. Also ich habe viele Sachen quasi zu Hause, die quasi über Smartphone steuern kann. Wenn der Akku nicht leer ist, nicht, dann geht's. Aber
so. Zum Beispiel bei der Alarmanlage ist es ein bisschen blöd, weil das habe ich über das Smart Living habe ich alles über das Handy gesteuert, nicht? Aber das geht nur, wenn es aufgeladen ist, sonst koppelt sie das, verbindet sie das nicht. Und das über die Cerberus Progressive Protective 4, also eine High-End-Anlage, muss man sagen, da kommt eigentlich keiner rein, die hat wirklich alles. Diese Anlage, die hat biometrische Stimmerkennung, Erschütterungssensor, Fingerprint-Scan, Netzhautscan, Laserlichtschranken, Bewegungsmelder, also alle Extras. Ne? Das mit der biometrischen Stimmerkennung ist ein bisschen blöd, wenn du mehr wie eine Stimme hast. Nicht? Also ich weiß nie, was ich eingebe. Nicht? Sesam, öffne dich! Oder Sesam, öffne dich! Oder habe ich gesagt, Sesam, öffne dich! Oder habe ich gesagt, I'll be back und Sesam, open you. Nicht? Und das ist, man kann aber dreimal den falschen Code eingeben. Also dreimal. Wenn man dreimal den falschen Code eingegeben hat, dann löst es Alarm aus, die Cerberus. Nicht? Aber wenn die Cerberus Alarm auslöst, dann das ist nicht irgendwo ein Drehlichterl oder ein Sirenerl und da kommt der Wachdienst. Nein, da kommt die Cobra, die Vega, die Zeugen Jehovas, die wird dazu genommen. Das war so ein Bonus-Erstkunden-Prämien-Package, so ein Angebot, so ein Knüller vom Alarmanlagenanbieter, der hat mir das gesagt, der hat gesagt, nehmen Sie die Zeugen Jehovas dazu, haben Sie doppelte Sicherheit. Nicht? Zuerst habe ich gesagt, was brauche ich Zeugen Jehovas? Sagt er, naja, wenn die vor der Tür steht, dann trauen sie die Einbrecher nicht mehr raus. Nicht? Und ja, das war ein minimaler Aufpreis und das habe ich dazu genommen. Und meine Frau hat gesagt, ich soll auch viel reinigen, nicht? Also putzen, du kannst ruhig auch einmal und jetzt, wo du zu Hause bist und zum Beispiel Fenster putzen, tue ich eigentlich wahnsinnig gern. Ja, Fenster putzen, das mache ich wirklich gern, das ist super, nur ich putze im High-End-Bereich. Also ich putze da jetzt nicht mit dem Glotzern und mit der Küchenrolle, sondern bei mir, ich putze immer geleistet, schon vor Monaten, den HDS 2000L, das ist also ein Heißwasser-Hochdruck, Höchstdruckreiniger vom Feinsten. Nicht? Also 1800 Liter in der Stunde bei 180 Bar Druck. Und ich habe mir da aus dem Darknet, habe ich mir so illegal so ein Tuning-Kit runtergeladen. Nicht? Jetzt habe ich mir ein bisschen aufblasen auf 364 Bar Druck und habe mir dazu bestellt zwei Hochdruckpumpenpistolen mit Keramikkolben und einen Messerzylinderkopf mit einem Kreuzgewind. Eine. Und hinten für einen Spruch habe ich mir das ein bisschen nicht an Agrapovic drauf, dass er, weil das Ohr putzt auch mit, muss man sagen. Nicht, ist, in Wahrheit ist es wie bei einem Auto. Also wenn du nicht Angst hast, dass das ausstartet, hat es eigentlich zu wenig PS. Nicht? Und der HDS 2000L ist wirklich Waffenscheinpflicht. Also meine Frau geht gar nicht hin, die greift das gar nicht an, weil das, wenn das auffährt. Nicht? Und da wollte ich die Scheibe rüber in den Hof aussehen, wollte ich putzen und habe aber, weiß ich nicht, habe ich zu viel angedruckt oder auf jeden Fall, das ist, also wir haben ein bisschen eine Taubenplage, muss ich auch dazu sagen, Taubenplage am Fensterbrett. Und jetzt habe ich mein HDS 2000L, ich habe nämlich nicht auf Breitstrahler gestellt, sondern auf Töten, also punktuell. Und wenn du mit 364 Bar aus 1,5 Meter auf eine Tauben schießt, da muss ich jetzt auch bitten, dass die Tierschützer weghören, weil also da bleibt nicht mehr viel über. Nicht? Also das Einzige, was von der Tauben noch zu sehen war, war der Schnabel. Nicht? Also da hat es einen Boscher gemacht und die Scheibe auch. Also die war nicht nur sauber, die war auch weg. Und auch die Wand hinter mir. Nicht? Weil ich bei 364 Bar über zu Hause habe ich ja nicht wirklich die Semislicks aus, sondern Hausbotschen mit so einem Filzprofil. Und da habe ich durch einen Rückstoß, durch die 364 Bar, bin ich gleich durch unsere Wohnzimmerwand durch. Wir haben nämlich so so eine Gesundheitswohnung. Das sind so ganz dünne Wände, das ist so ein ökologischer Neubau. Das sind die Wände aus asbestfreiem Biopergament. Ne? Und das ist so eine japanische Bauweise. Also das ist eine Gesundheitswohnung, heißt das. Ne? Das, weil wenn ich nierst, sagt der Nachbar Gesundheit. Ja, natürlich hat Nachteile, keine Frage. Ne? Hat aber Vorteile auch. Ne? Also der Nachteil ist, ich höre am Abend, was sich der im Fernsehen ausschaut, aber der Vorteil ist, ich kann es mit meiner Fernbedienung leiser dran. Und jetzt haben wir dann aber schon ein bisschen Probleme mit vier Pfoten bekommen, weil nicht nur die Daumen hier waren, sondern das war das zweite Mal, dass die da waren, vier Pfoten. Die haben uns nämlich schon einen Brief geschrieben, weil wir kein katzenkompatibler Haushalt sind, weil unser Katz, den wir gehabt haben, muss ich sagen, haben wir nicht mehr, weil die ist mir leider in Staubsaugerroboter
also nicht eingerannt, aber sie hat geschlafen und der Roboter, der Dirt Devil Extreme Black Edition Tornado mit dem Kohlefaser, also mit der, der hat eine Saugleistung, das hat der Kader nicht mitgekriegt. Also der ist gelegen und ich habe es auch nicht gehört. Also ich muss auch sagen, es tut mir im Nachhinein nicht, der ist gefahren und dann habe ich nur so vom, nicht Nebenzimmer, aber nur so gehört, so es ist dann eh sorry am Display gestanden und alles nicht, aber es war dann, also bei 4 Pfoten waren dann, da war es aus und die sind dann gekommen, wir sind kein katzenkompatibler Haushalt und Tauben auch nicht und jetzt haben die alles konfisziert, also alle technischen Geräte, den HDS 2000L, der ist weg, der Dirt Devil Extreme Black Edition Tornado ist auch weg und jetzt habe ich eigentlich nur meinen Luftbefeuchter, den Hydro Maximus Gladiator. Da muss ich mal auch schauen, weil da habe ich jetzt auch bei der Bedienungsanleitung, die habe ich ja verweigert, das ist ja ein Zeichen von Schwäche, habe ich das Wohnzimmer ein bisschen unter Wasser gesetzt und das geht jetzt abpumpen. Die Corona-Tafelrunde hier in ORF 3. Aber es ist schon spannend auch zu beobachten, was das Virus mit uns allen macht und mit den Staaten zum Beispiel. Das vereinte Europa ist kein Thema mehr. Die Nationalstaaten sind wichtig. Auch in den Nationalstaaten kann man nicht mehr herumfahren, wie man will. In Deutschland sind die Bundesländergrenzen gesperrt zum Beispiel. Und auch in Österreich hat der Landeshauptmann eines Bundeslandes, wobei, naja, Burgenland ist ein Bundesland und der Landeshauptmann des Burgenlandes, also Häuptling Heisere Lippe, wie wir ihn immer genannt haben, der Doskozil, der kann wieder reden, das ist die gute Nachricht. Auch die einzige, das, was er dann gesagt hat, war ein bisschen fragwürdig. Also die Wiener sollen nicht mehr zum Neusiedlersee fahren dürfen und dann gab es auch gleich eine Verordnung dazu, die das festgeschrieben hat. Interessanterweise hat das Outlet-Center gleich ums Eck schon aufgesperrt und da sollen die Wienerinnen und Wiener schon hinfahren, einkaufen. Jetzt ist die Frage, wie reagieren wir drauf? Nicht? Also dürfen die Burgenländer nur mehr nach Wien fahren, wenn sie statt Blaufränkischem auch einen gemischten Satz trinken? Gibt es bald Plakate, Wien darf nicht Eisenstadt werden oder eine Watsche für die Krammelpogatsche oder irgend sowas. Es ist, führt ja alles zu nichts eigentlich. Ich glaube, man darf es nicht so ernst nehmen. Ich glaube, der Dosko war so froh, dass er wieder reden kann, dass er vergessen hat, dass vorher gescheit wäre, nachzudenken. Was dem nächsten Kollegen zum Beispiel nicht passieren kann. Weil bevor der Guido Tazzarotti was sagt oder schreibt, denkt er sehr lange nach. Und dann kommt er hierher in die Tafelrunde und liest es uns vor. Landespolitik. Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil sperrt den Neusiedlersee für Nicht-Burgenländer. Wer keinen burgenländischen Pass vorweisen kann, muss einen Burgenländertest bestehen und unter anderem in einer Blindverkostung Uhudler von Haushaltsessig unterscheiden, ein Dietmar Kübauer-Interview auf Deutsch übersetzen sowie erklären können, warum die Burgenländer mit Messer und Gabel zum Neusiedlersee laufen. Dem heiligen Sebastian Kurz ist die Benutzung des Neusiedlersees gestattet, allerdings darf er nur übers Wasser gehen. Wirtschaft. Haushaltsschlamm zum Nachbau des Neusiedlersees in der eigenen Badewanne ist in den Baumärkten erhältlich, die aus diesem Grund ab sofort geöffnet sind. Beliebtestes Produkt sind dort derzeit Klobrillen, offenbar um die tausenden gehamsterten Klopapierrollen endlich zum Einsatz bringen zu können. Innenpolitik. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka stellte in der ORF-Pressestunde wörtlich klar, das Virus ist nicht in Tirol entstanden, sondern in China. Das Virus hat sich nicht an unsere Werte gehalten und hätte sofort abgeschoben werden müssen. Es hat sich aber in der Zwischenzeit gut integriert, denn in Ischgl fand das Virus, was jeder Tourist am meisten braucht, einen Wirt. Wien. Die Pandas im Tiergarten Schönbrunn ließen, obwohl sie im selben Haushalt leben und die Babyelefanten ein anderes Gehege bewohnen, die Paarungszeit untätig verstreichen. Jetzt wissen wir auch, warum es Pandemie heißt und nicht Pandamie. Gastronomie. Restaurants dürfen demnächst wieder öffnen, allerdings gilt dort Maskenpflicht, weshalb man zwar an den Speisen riechen darf, nicht jedoch dieselben essen. Es ist jedoch gestattet, die Maske in die Suppe zu tauchen und die Maske dann daheim über einem Teller auszuwringen. Später präzisierte Bundeskanzler Sebastian Kurz, die Maskenpflicht gilt für Kellner und die Fliegen in der Suppe, nicht für Gäste, die etwas essen wollen. Was wieder einmal die grenzenlose Weisheit unseres herrlichen Bundeskanzlers beweist. Zum Schutz der Wiener Kaffeehauskultur wurde übrigens eine Ausnahme eingeführt. Die Kellner in Wiener Cafés dürfen, wenn sie die Gäste beleidigen wollen, die Masken kurzzeitig abnehmen. Sport.
Sportminister Werner Kogler erklärte in einer Pressekonferenz wörtlich, man darf nur mit den eigenen Bällen spielen, die Bälle des anderen darf man nicht angreifen. Gemeint war übrigens die Sportart Tennis, Taschenbillard ist erlaubt. Kultur. Kunststaatssekretärin Ulrike Lunacek will den Bühnenbetrieb nur unter Einhaltung der Abstandsregeln erlauben. Schlägereien sind verboten, Sexszenen sind hingegen erlaubt, wenn man nur mit den eigenen Bällen spielt oder zwischen Menschen, die im selben Haushalt leben, beziehungsweise mit einem Babyelefant dazwischen. Für Orchester gelten besondere Regeln. Schlaginstrumente sind, da Schlägereien verboten sind, nicht gestattet. Blasinstrumente gelten wegen des Speichelflugs als gefährlich und dürfen nur aus 1 Meter Abstand geblasen werden. Es ist allerdings erlaubt, Trompeten als Schlaginstrumente einzusetzen. Besonders verboten Sexszenen mit Bläsern, vor allem wenn die Trompete in einem anderen Haushalt lebt. Babyelefanten dürfen jedoch mit dem eigenen Rüssel tröten. Lebenshilfe. Visagisten raten laut Kurier, sich jetzt Haare und Haut mit Haushaltsessig einzureiben. Vorteil, das mit der sozialen Distanz geht dann auch gleich viel besser. Psychologie. Wegen der Regeln der sozialen Distanz ist alleinstehenden Personen derzeit nur das Spielen mit eigenen Bällen und Babyelefanten, nicht aber normales Paarungsverhalten gestattet. Das Partnersuchportal Tinder hat daher jetzt eine eigene App für Baumumarmer auf den Markt gebracht, die einsame Stadtbewohner und umarmungswillige Bäume zusammenführt. Beim ersten Date ist ein Stück Bananenbrot mitzunehmen. Zum Schluss noch eine wahre Geschichte. Die Freiheitlichen fordern in einer Aussendung die sofortige Öffnung der Kirchen. Absender war der niederösterreichische FPÖ-Abgeordnete Reinhard Teufel. Der Guido Tatarotti hier in der ORF3-Corona-Tafelrunde. Die Frage ist ja, was lernen wir aus dieser Krise und lernen wir überhaupt etwas aus dieser Krise? Da gibt es zwei Denkrichtungen. Die einen sagen, ja, wir werden anders zurückkommen als vorher. Die anderen sagen, schaut in die Baumärkte und zu Mäcki, wir werden nicht anders zurückkommen. Ich bin eher einer, der sagt, wir werden schon was lernen. Und wenn es nur ist, dass wir wissen, wie groß ein Babyelefant ist. 1 Meter. Ich habe das nicht gewusst, ich habe das auch nachgegoogelt und interessanterweise ist es bei mir auch gar nicht gekommen, sondern was beim Google-Ergebnis war, ist, dass, wie soll ich sagen, dass das Geschlechtsteil des ausgewachsenen Elefanten 1 Meter lang ist und knapp 100 Kilo wiegt. Ich möchte das Bild nur mit Ihnen teilen, wenn Sie das nächste Mal durch den Supermarkt gehen, damit ich nicht allein damit herumspaziere. Aber ich glaube auch wirklich, dass wir was lernen. Und wenn es nur ist, dass es auch ohne Friseur geht. Ja, es geht schon eine Zeitl mit einer Matten. Ne? Also der Blümel ist auch schon knapp am Fokuhila. Ne? Der Staatskredit, er kommt in Raten, sagt der da mit der Ogris-Matten. Das war jetzt ein Gruß an den Andi Ogris als erklärten Fan von der Sendung. Hat das verdient, dass wir ihn auch mal persönlich grüßen. Liebe Grüße, Andi. Aber das mit der Frisur ist schon spannend. Nicht alle kriegen irgendwie andere spannende Frisuren, nur da passt sie nicht. Also beim Kurz, da gibt es die wundersame Haarvermeidung. Beim Kanzler wissen die Haare ganz genau, wann es Zeit ist, auszufallen. Jetzt ist es auf jeden Fall ganz genau Zeit, hier in der Tafelrunde den nächsten Kollegen anzusagen. Er kommt aus dem Südburgenland zu uns. Hier ist der großartige Christoph Spörk. Lesung aus dem Buch Corona. Was in den ersten Wochen der Seuche geschehen wird. Aus Firmenchefs werden Almosenempfänger, aus neoliberalen Staatsgläubige, aus oppositionellen Regierungsunterstützer, aus Telefonanbietern Bewegungsprofil Schnüffler, aus Lehrerinnen online, Beraterinnen, aus Maturanten. Schauen wir mal an. Aus Büromenschen werden Homeoffiziere, aus Börsenmillionären Börsenhalbmillionäre, aus Bundesheersoldaten Regalschlichter, aus Regalschlichtern Helden des Alltags, aus Zivildienern Ersatzpflegekräfte und aus Ungarn eine Diktatur. Aus Spargelstechern werden Schlüsselarbeitskräfte, aus Frischluftfanatikern potenzielle Mörder, aus Stubenhockern Lebensretter, aus Weichgebetteten neue Härtefälle, aus der Pharmaindustrie ein Hoffnungsträger, aus Leistungsträgern Formularausfüller.
Aus Bundesgärten werden Zankäpfel, aus Gastgärten melancholische Erinnerungen, aus belächelten Kleingärtnern lachende Vordenker, aus Sommerfestivals Millionengräber, aus Geburtstagsfeiern Corona-Partys, aus Hochzeiten und der SPÖ-Mitgliederbefragung vorerst einmal nichts. Aber ansonsten wird sich nicht viel geändert haben. Lesung aus dem ersten Buch, Corona. Ja, weil ich immer wieder gefragt werde, auch vor allem von Freunden und Bekannten, wie geht's dir als Kabarettist in dieser Zeit, ohne Arbeit, in der Quarantäne? Das möchte ich einfach jetzt ein für alle Mal beantworten, ja, weil es wird langsam lästig. Also, mir fällt eigentlich gar nichts. Aber mit den Leuten fragen, mir fällt eigentlich gar nichts. Ich kann mich jetzt nicht beklagen. Ich finde, das ist die bislang schönste Zeit, obwohl mich soweit das Arbeiten gefreut, aber irgendwie ist das nächste dann eigentlich auch nicht mies. Mir fällt eigentlich gar nichts. Außer ein bisschen Geld, außer es fällt mir gar nichts. Ich meine, es von dem, was zählt. Das Geld wird eh meistens überschätzt. Deswegen jetzt, und ich hoffe, dass das keinen verletzt, wenn ich sage, wie es ist. Das nächste ist eine HAA nicht mies. Hey, es stimmt und ist wahr, dass rein wirtschaftlich gesehen das alles ein Wahnsinn ist. Aber was soll man schon tun? Es steht die ganze Maschinerie. Und ich frage euch, wer bin ich, dass ich hader damit? Ja, fürs Klima ist es ja eh ein Hit. Ich hab schon überlegt, ob ich als Spargelstecher irgendwem helfe oder am Supermarkt sortiere, zum Beispiel die Milch. Kurz habe ich mir gedacht, ich könnte als Zivildiener gehen, doch leider war ich beim Bundesheer, das muss ich gestehen, und als Pfleger bin ich der falsche Mann, weil ich weder Slowakisch noch Tschechisch noch Ungarisch noch Rumänisch kann. Jetzt habe ich einfach gedacht, das Einzige, was du tun kannst, Christoph, ist bleib normal. Normal bleiben, einfach die Zeit genießen, entspannt sein und nicht deppert werden. Und das sind das heute wie. Zwischendurch mache ich ein bisschen Jazz, Junge, damit ich nicht ganz deppert wäre. Ist alles schlecht. Wird er schon vorbeigehen? Bald geht. Die Herdenimmunität wird das bald ein Problem lösen. Herdenimmunität. Normal bleiben. Du kommst wieder auf die Bühne. Kommst wieder auf die Bühne. Und du kannst vielleicht sogar Klarinetten spielen. Mir fällt natürlich gar nichts. Aber die Leute da und fragen, mir fällt natürlich gar nichts. Ich kann mir jetzt nicht beklagen, ich finde, das ist die bislang schönste Zeit. Obwohl mich soweit das Arbeiten gefreut. Aber irgendwie ist das nichts tun. Ein Scheißdreck ist es. Christoph Spörk hier, in der Corona-Ausgabe der Tafelrunde in ORF 3. In den Weinbergen über Wien, weil soziale Distanz, die Kolleginnen und Kollegen kommen von zu Hause, wir sind hier in den Weinbergen. Frage, waren Sie mal tanken in der letzten Zeit? Ist günstig, gell? Also nicht ganz so günstig, wie man glauben könnte, wenn man in dieser Woche gesehen hat, wo der Ölpreis momentan ist. Man kriegt momentan Geld, wenn man Öl kauft. Salopp formuliert. Ich weiß schon, es stimmt nicht genau. Und es geht nicht um Heizöl oder so, sondern es geht um Rohöl am internationalen Markt. Aber warum ist dieser Ölpreis so im Boden? Das ist ganz spannend. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber ich habe es gelesen. Die Russen und die Araber fördern Öl wie deppert. Und man braucht kein Öl, weil alle Lager voll sind. Warum machen die das? Sie wollen die Amis ruinieren. Die Amerikaner fördern Öl durch Fracking, das heißt, sie holen Erdöl aus den Gesteinsmassen heraus und das ist teuer. Die Russen und die Araber fördern Öl, wie man es immer gemacht hat, und das ist billig. Und je mehr die fördern, desto mehr amerikanische Firmen gehen pleite. Und wenn die alle weg sind, dann dominieren die Russen und die Araber wieder den Weltmarkt. Schöne neue Welt. Wirkt sich, wie gesagt, noch nicht auf den Benzin- oder den Heizölpreis aus, aber vielleicht kommt es irgendwann, dass wir beim Tanken nur ein Kisterl Champagner dazu geschenkt kriegen.
Müsste man mal eine Umfrage machen, ob die Leute das gut finden oder nicht. Ich glaube, die Antwort zu kennen, aber bringt uns zum nächsten Thema. Wer gewinnt in der Krise? Meinungsforschungsinstitute zum Beispiel. Es muss ja alles abgefragt werden. Also angeblich trifft die Regierung ja keine Entscheidung, die nicht vorher abgefragt wurde. Und auch Zeitungen müssen immer wieder neue Themen ins Blatt aufnehmen und Fragen stellen. Da werden jetzt nicht alle von Meinungsforschungsinstituten abgetestet. Manche sind zu blöd. Ich habe gelesen, ist das Zuhausebleiben bei Schlechtwetter einfacher als bei Schönwetter? Die Antwort war ja, überraschenderweise. Ich hätte noch ein paar andere Vorschläge. Ist es meistens kalt, wenn es schneit? Ist Ursula Stenzel fett, wenn sie aufwacht? Oder spielt Rapid in Grün? Wenn sie überhaupt spielen dürfen. Klärt sich auch erst, ob mit Geister spielen oder ohne. Wobei Sport wird wieder erlaubt. Nicht? Ein paar Sportarten sind genehmigt worden, die keinen Kontakt haben. Also Golf zum Beispiel, also spazieren gehen mit kleiner Kugel. Segelfliegen zum Beispiel, da ist ein Jubel durch Österreich gebrandet. Die Segelflieger alle, yeah, die Zehntausenden. Polo übrigens nicht, weil Polo ist ein Kontaktsport. Aber Tennis. Tennis wird erlaubt, allerdings mit einer Einschränkung. Der Sportminister hat gesagt, die Bälle des Gegners darf man nicht berühren, was sehr, sehr kurze Matches ergeben wird. Nicht? Also, und ich darf Ihnen jetzt den nächsten Kollegen servieren. Mit einem Ass wird er hier erscheinen. Hier ist der fantastische Manuel Rubey. Ja, hallo, lieber Gerald. Vielen Dank für die Einladung. Ja, uns geht's eh okay. Also, den Kindern ist es ein bisschen fad. Sie vermissen ihre Freundinnen und ihre Babysitterin. Wir haben nämlich eine super Babysitterin, die Mary. Die hat sich damals beworben und in ihrem Lebenslauf ist gestanden 20 Jahre Berufserfahrung. Und wir haben sie gefragt, wie alt bist du bitte? 15. Wie geht das? Überstunden. Und dann hat sie uns gefragt, was wir bereit sind zu zahlen. Und ich habe gesagt, 5 Euro die Stunde ist eh schwarz. Und sie hat gesagt, fancy, Alter. Kann ich mir bald die Tube Mayonnaise leisten, die ich schon so lange im Auge habe. Ich glaube, wir erwarten von Babysittern zu viel, von jungen Menschen überhaupt. Ich meine, Babysitten ist der einfachste Job der Welt. Du musst 4 Stunden lang das Kind nicht umbringen. Und die müssen, was wir erwarten, dass die kreativ sind. Und ich will keinen kreativen Babysitter. Ich will einen Babysitter, der meinem Kind die Malkreiden wegnimmt, wenn es im Begriff ist, die Wand zu beschmieren, und keinen hängen gebliebenen Kunststudenten, der dabei mitmacht. Ja, ich meine, vielleicht, keiner weiß, wie lange das geht. Ne? Ich denke mir, vielleicht brauchen die Kinder gar keinen Babysitter mehr, wenn es hier vorbei ist. Unsere Große ist schon 13, das ist eine junge Frau. Ist im Moment ein bisschen schlecht, auf mich zu sprechen. Ich habe mehr Follower auf Instagram als sie. Kann ich ihr leider nicht helfen. Meine will sie nicht. Ja, ich kann überhaupt nicht helfen. Zum Beispiel in Mathematik. Ich bin wirklich ein schlechter Hauslehrer. 4. Gymnasium, wie geht's Ihnen? Wahrscheinlichkeitsrechnung? 2 Tintenfische laufen durch die Wüste. Der eine ist rot, der andere hat 4 Arme mehr. Wie viel wiegt die Palme, wenn es regnet? Ich weiß nicht, was wir den Kindern antun. Es ist doch schwer genug, jetzt groß zu werden. Da müssen sie sich doch nicht mit solchen Sachen auch noch. Außerdem ist sie, unsere große Tochter ist jetzt, glaube ich, in der Pubertät angekommen. Sie wollte jetzt von zu Hause abhauen, aber ihre sehr verständnisvolle Mutter hat nur gesagt, komm, setz dir die Maske auf, ich führe dich. Sie wollte während der Quarantäne jetzt schon so oft weglaufen, das ist bei uns zu Hause schon der Running Gag. Keiner Testwitz. Nein, die Kleine, also ihre Schwester ist anders. Die ist ihrer Mutter nicht unähnlich. Die ist schon pubertär auf die Welt gekommen. Also man weiß nie, was als nächstes passiert. Ist aber sehr spannend auch. Super Launen. Mir geht's gut. Danke, Papa. Es lieb, dass du fragst. Jetzt halt die Goschen. Ich habe sie letztens gefragt, weißt du schon, was du werden willst, wenn du groß bist? Nein? Du? Ja, das frage ich auch so deppert. Ja, wir wechseln uns da ab mit dem Homeschooling und meine Frau ist aber viel begabter und kennt sich auch viel besser aus, muss ich zugeben. Steigert sich noch ein bisschen rein. Also sie glaubt jetzt seit 2 Wochen, dass die Kinder hochbegabt sind. Da habe ich genetisch aber auch noch ein bisschen was mitzureden. Also, wenn sie wer fragt, wie alt sind denn eure Töchter eigentlich, sagt sie, die Herzchirurgin ist 13 und die Atomphysikerin ist 9. Ja. Sind sich immer so reingesteigert, auch früher schon in so Sachen. Also während der 2. Schwangerschaft war sie sich irgendwann nicht mehr sicher, ob das Kind wirklich von ihr ist. Ja, sonst, ich meine, es ist ein totales Luxusproblem. Danke an dieser Stelle auch, es sagt eh jeder, aber muss man immer an die ganzen Menschen, die das Leben gerade am, also die Gesellschaft am Leben halten. Aber uns bleibt halt nur Home-Zeug und Konferenzen nicht. Also ich kann keine Konferenzen, keine Videokonferenzen mehr sehen, wenn ich ehrlich bin. Wir haben nächste Woche Eltern
SprecherInnenwahl in der Schule und ich habe mir aber schon was zurechtgelegt, was ich sagen werde, dass ich nicht Elternsprecher sein kann. Also liebe Leute, ich kann nicht Elternsprecher werden, weil meine Tochter ist schon Klassensprecherin und das wäre zu viel Macht für eine Familie. Sonst ist es eigentlich bei uns bis jetzt auch nicht so ein Riesenunterschied. Also wenn wir jetzt mit dem Lernen fertig sind, verschwinden die Kinder, sind eigentlich nur noch im Internet. Instagram, also ich spüre sie eigentlich gar nicht. Sie sind physisch anwesend, aber eigentlich nicht da. Also es gibt einen Trick, man kann den, wenn es Essen gibt oder so, den WLAN-Router ausschalten, dann schälen sich innerhalb kürzester Zeit diverse Menschen aus diversen Räumen und behaupten, unsere Kinder zu sein. Kann man seinem Kind eigentlich entfolgen? Ist das legitim? Ich meine, ich denke mir, wir haben dafür gekämpft, dass die Privatsphäre akzeptiert wird, dass Eltern anklopfen, wenn sie ins Zimmer kommen, dass sie die Tagebücher nicht lesen und meine Eltern mussten einmal im Jahr zum Schultheater und damit war ihre Schuldigkeit getan. Ich muss innerhalb von 30 Sekunden die Insta-Story meiner Tochter kommentieren, wo sie sich erfolgreich ein Müsli zubereitet, sonst bekommt sie Minderwertigkeitskomplexe. Früher hat der Onkel die halbnackten Kinder heimlich fotografiert, jetzt regen sich die halbnackten Kinder auf, dass der Onkel die Fotos auf Instagram nicht mehr kommentiert. Kann man seinem Kind entfolgen? Oder führt das 2040 zu folgender Situation in der Therapie? Frau Ruber, ich muss Ihnen eines sagen. Ich habe einmal eine Analyse gemacht und die war Kärntnerin, deswegen ist die jetzt auch Kärntnerin. Ich muss Ihnen eines sagen, Sie haben einen ausgeprägten Vaterkomplex, weil Ihr Vater Ihnen 2020 während der Corona-Krise auf Instagram entfolgt ist. Danach hat er noch die Familiengruppe auf WhatsApp verlassen. Ich muss Ihnen sagen, Ihr Vater ist ein Monster. Hashtag Problemvater, Hashtag I love my job, Hashtag stay the fuck at home. Diese Hashtags werde ich auch nicht verstehen. Also. Naja, schwierig. Was kann man den Kindern raten? Wie kann man sie vorbereiten für die Zeit danach? Sollen sie überhaupt noch studieren in diesen unsicheren Zeiten oder gleich einen Beruf ergreifen? Ich weiß es nicht. Ich habe nach der Schauspielschule erst Zivildienst gemacht. Das ging damals noch und am ersten Tag haben sie zu mir gesagt, Ruber, sie kehren einmal den Hof. Ich habe gesagt, Entschuldigung, ich bin Schauspieler. Ach, Sie sind Schauspieler? Dann probieren Sie es halt. Ja, ich sage meinen Kindern, sie können einen Heroinsüchtigen heimbringen oder eine Straßenmusikerin mit schwarzen Lippen und grünen Horn heiraten oder einen Staatsverweigerer aus dem Waldviertel, aber keinen Typen mit englischer Berufsbezeichnung, der Hashtags gerne hat. Stay the fuck home. Ich meine, könnte auch einfach sagen, bleiben Sie bitte zu Hause. Das kann jeder auch. So viel Zeit ist ja. Jedenfalls, zum Abschluss, ich schreibe gerne Listen. Das gibt mir Klarheit und Struktur. Und ich habe für meine Kinder, können Sie gerne auch für Ihre Kinder übernehmen, für die Zeit danach eine Liste geschrieben. Liste der Menschen, vor denen ich meine Töchter warnen möchte. Yoga-Lehrer mit Krücken. Herzchirurginnen, die extrem schlecht Mikado spielen. Steuerberater mit Socken, die nicht zusammenpassen. Psychotherapeutinnen, die regelmäßig bei Mensch ärgere, die ich nicht durchdrehen. IT-Techniker, die ihre Kinder bitten, ihnen beim Einstellen der TV-Kanäle zu helfen. Oligarchinnen mit dreckigen Fußnägeln. Immobilienmakler. Der Makler, der meinen Eltern damals das Haus in Wiener Neudorf verkauft hat, wo ich aufgewachsen bin, der war Orga-Typ, der ist plötzlich vor mir gestanden, so ganz eng. Die Eltern, weiß ich nicht, waren gerade in der Küche oder haben sich einpufft. Auf jeden Fall stand er plötzlich da und hat gesagt, darf ich dir ein Eis spendieren? Ich bin so erzogen worden, dass ich von Fremden nichts annehme. Ich bin der Günther. Hallo Günther, Manuel, 4 Kugeln bitte. Was ist der Unterschied zwischen einem Pädagogen und einem Pädophilen? Der Pädophile mag Kinder. Ja, ist ein umstrittener Witz, gebe ich zu. Aber ich dachte für den Schluss, in diesen Zeiten wichtiger denn je, die Wuchtel ist heilig. Insofern, lieber Gerald, danke für die Aufmerksamkeit, liebe Menschen. Ihnen alles Gute, halten Sie durch, verlieren Sie Ihren Humor bitte nicht. Manuel Rube schaut gut aus und ist noch lustig auch noch. Es ist eine Frechheit. Aber der Manuel ist jemand, der mich zu einem anderen Thema bringt, hat eine wunderbare Vorlesestimme und das ist total in geworden in der Krise, das Vorlesen. Oder? Also Eltern und Großeltern wissen das natürlich, das abendliche Vorlesen für die Kleinen ist ein Einschlafritual, aber ich meine was anderes, das Vorlesen von großen Werken ist total modern geworden. Also Albert Camus, die Pest, die Lesung, die stundenlang gedauert hat vom Rabenhof und von FM4, hat hunderttausende Klicks im Internet gehabt und man beschäftigt sich mehr mit
Wörtern, die man eigentlich kennt, aber so im Detail dann auch nicht. Genesen zum Beispiel. Wir haben so viele Genesene in Österreich. Ich genese, ist klar, aber du genest oder er, sie, es genest? Relativ einfach. In der Mietvergangenheit, ich genas und du genasest. Genesen hat aber noch eine weitere Bedeutung. In der Literatur die Bedeutung von gebären. Also, sie genas eines gesunden Kindes. Ist das schön? Sie genas niesend ein gesundes Kind. Sie genas niesend ein niesendes, gesundes Kind. Wie auch immer. Sie genießen hoffentlich gleich die Kollegin, die zum ersten Mal hier ist. Sie feiert Premiere hier in der ORF3-Tafelrunde. Hier ist die fantastische Elena Wolf. Hallo, servus, grüß euch. Ich bin die Elena Wolf. Es ist leicht zu merken, wie die schöne Helena, nur ohne H. Und schön. Na, wenn Witz wäre es eh, dass ich überdurchschnittlich attraktiv bin. Danke sehr. Und Wolf wie das Rudeltier, aber mit Sprachfehler. Wolf 5. Ja, man merkt schon, es wird ein wahres Gagfeuerwerk. Gott sei Dank bin ich normalerweise hauptberufliche Schauspielerin. Manche kennen mich vielleicht von gar nichts. Schauspielerin oder Aktrice, das ist Latein für psychisch labil, bin ich auch 99% der Zeit. Ja, für unser Trutschen ist die aktuelle Situation natürlich mit am härtesten. Ich habe beispielsweise zahlreiche Auftritte, gut einen Auftritt absagen müssen und dadurch den herben Verlust von 3,50 Euro zu verbuchen. Also wenn jemand um 18 Uhr als Solidaritätsbekundung aus dem Fenster urinieren möchte, ich freue mich sehr lieb. Ansonsten stelle ich mich dann einfach am Balkon und fühle mich beim Klatschen mitgemeint. Anders als während meines regen Berufslebens als freischaffende Künstlerin. Freischaffend, so nennt man das bei uns, wenn man frei von Schaffen ist, also keine Hacken hat, aber halt auf Glamorous, habe ich aktuell sehr viel Zeit. Nutze ich aber, glaube ich, eh optimal, indem ich so röchelnd und weinend über diversen Thailand-Fotos all meiner Freunde meine Lebensentscheidungen kontempliere und anschließend ihre Petitionen für den Umweltschutz unterschreibe. Ja, sind dort alle mit Kanus hingereist und kommen jetzt nicht mehr weg. Sehr tragisch. Da widme ich mich lieber lokal und örtlich. Das ist das gleiche Wort der Selbstoptimierung und praktiziere viel Fitness. Also vor allem exzessive Masturbation in der Hoffnung, sich gesamtkörperlich dehydrierend einfach friedlich einschlafe. Ja, weil es ein Witz, weiß nicht, haben wir es gemerkt, dass die Mutti beigesteuert, würde ich sagen, ist extrem gut angekommen. Ja, aber ist natürlich wirklich wichtig, auch in Zeiten der Krise weiterhin in das einzige Kapital zu investieren, das man hat als Frau, nämlich den Körper. Aufgrund dieses Körpers kriege ich tatsächlich 3/4 meiner 2-monatlichen Anfragen. Läuft immer circa so ab, so, hallo Elena, hier spricht Dirk, Veranstalter. Mir ist aufgefallen, in unserem Line-Up von 24 Gliedern gibt es noch keinen einzigen Uterus. Du schaust beinahe so aus, als hättest du einen, magst mitspielen. Ist ein verlockendes Angebot, Backstage gibt's Leitungswasser und Lipdauer-Semmeln vom Billa Corso. Und wir steuern 2,50 Euro zu deiner Zugfahrt bei. Nimm da halt festes Schuhwerk mit, der Gig findet statt in einer Almhütte im steirischen Unterland. Gibt es noch ein ordentliches Stück zu hatschen, aber wir freuen uns. Ja, darauf reagiere ich dann natürlich so, wie man als Künstlerin mit Selbstrespekt darauf reagiert und sagt, bitte Dirk, ich zahle mir den Zug schon selber. Verstehe übrigens nie, warum mein Uterus so Booking-relevant ist. Ich benutze den eigentlich relativ selten zum Schreiben, finde ich doch eher unhandlich. Da bediene ich mich dann doch lieber des Körperteils, das dafür vorgesehen ist, nämlich meines Rektums. Ja, ich mache hier Witze, aber natürlich ist das für uns kristalline Künstlerinnen-Seelen alles sehr schwer zu verdauen. So was mache ich jetzt mit meinen langen, langen, langen Tagen, wenn ich nicht mehr 7 Stunden lang im Café Jelinek sitzen kann und so tun, als hätte ich Projekte. Beginnt man sich dann schon die wirklich dringenden und drängenden Fragen des Lebens zu stellen? Nein, natürlich nicht. Was machen eigentlich die geflohenen Menschen in ihren provisorischen Zelten, wenn das Virus dort ausbricht? Sondern was mache ich jetzt mit meinen vollkommen unbegründeten und diffusen Überlegenheitsgefühlen
und dem nicht zu bändigenden Exhibitionismus, wo ich keine Plattform mehr habe dafür. Ich habe den Bachelor of Arts. Mag jemand Depp sehen? Depp! Kevin! Ja, interessiert sich gerade niemand so wirklich dafür. Ja, ich sehe schon voraus, jetzt wird sicher irgendeine Stimme laut, die sagt, Elena, es geht hierbei nicht nur um dich. So ich sagen kann, frech. Und außerdem ist mir das durchaus bewusst. Herzlichen Dank. Deshalb habe ich jetzt beschlossen, Kraft meines immensen Talents, die auch sehr hart arbeitenden Supermarktkassiererinnen und Krankenschwestern von den mickrigen Pensionen, der drohenden Ansteckungsgefahr, den unbezahlten Überstunden, dem vierten Kassagebrülle und der unbegründeten mangelnden gesellschaftlichen Achtung zu heilen, indem ich eine extrem dürftige Version von Imagine zum Besten gehe, werde ich aus dem Fenster der Wohnung, für die meine Mutter die Miete zahlt, singen. Und ich glaube, spätestens dann ist alles wieder gut. Zur zusätzlichen Unterstützung habe ich mir auch noch ein paar Rosenquarze und Bergkristalle und diverse Körperöffnungen eingeführt für inneren Frieden gegen den Nahostkonflikt und die allgemeine österreichische Gesamtgesundheit. Also sollte sich da was tun in naher Zukunft. Gern geschehen. Das heißt, bis dahin einfach zusammenhalten, solidarisch bleiben und sich an unserem humanitären Vorbild China orientieren, uns einfach fröhlich lächelnd alle Grundrechte entziehen lassen und den Nachbarsopa anzeigen, wenn er mit seinem Dackel Gassi geht. Und nicht vergessen, für jeden gestorbenen Opa dann mindestens ein Haustier enthaupten. So, glaube ich, funktioniert Karma. Und dann sind wir mit Sicherheit gewappnet für die zweite drohende Epidemie ab spätestens Herbst, nämlich die Flut aller qualitativ fragwürdiger Werke diverser österreichischer Künstlerinnen und Künstler, die gerade aus Ermangelung diverser Sexualpartner und anderweitiger Möglichkeiten der Selbstdarstellung am Entstehen ist. Juhu und Hilfe. Ja, jetzt möchte ich zu guter Letzt noch meine Mutti grüßen. Hallo Mama. Du hast mir auf die 25 Fotos meines morgendlichen Espresso aus unterschiedlichen Perspektiven nicht geantwortet. Was ist da los? Bitte melde dich, ich bin sehr einsam. Elena Wolf hier in der Corona-Ausgabe der Tafelrunde. Wollen wir noch kurz über den Trump reden, dass die WHO schuld ist, dass er ein Trottel ist? Nein, machen wir nicht. Reden wir aber gerne wieder über spannende Themen in zwei Wochen hier bei der nächsten Ausgabe der Tafelrunde in ORF 3. Dann mit dabei unter anderem Christoph und Lollo und Thomas Maurer. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin zu Hause bleiben oder raus, wenn wir schon dürfen. Auf alle Fälle gesund bleiben und danke fürs Zuschauen.